Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß nicht, wer es alle mitbekommen hat, aber es ist ja gerade wieder ein Beef auf YouTube. Jetzt kein so großer, sondern eher ein kleiner, aber dennoch. Der YouTuber iBlackJack mit 9000 Abonnenten hat gerade Beef mit Notizl, einem YouTuber, den ich ja auch persönlich recht gut kenne. Und ich möchte in diesem Video einfach mal analysieren, um was geht's in diesem Beef eigentlich? Und wer hat so Recht und wer hat Unrecht und wer hat was falsch gemacht, was hätte man besser machen können? Ja, ich hoffe, euch gefällt's und bis gleich. Ich weiß, ich kenne jetzt nur den Notizl und nicht den Blackjack und bin so ein bisschen voreingenommen dadurch schon, aber ich versuche jetzt alles neutral und nur anhand von Fakten zu erläutern und erklären. Also es hat damit angefangen, dass der YouTuber Notizl gegen den YouTuber X Blackjack gekämpft hat, 1 vs 1, und gewonnen hat. Und dann hat der YouTuber X Blackjack behauptet, dass der YouTuber Notizl hackt. Da würde ich jetzt sagen, hat X Blackjack den ersten Minuspunkt bei mir, also ich werde das jetzt nach so einem Minuspunktesystem regeln, weil meiner Meinung nach sieht man auf den Aufnahmen, die daraufhin Notizl veröffentlicht hat, nicht, dass er jetzt irgendwie hacken würde. Dafür bekommt aber Notizl den zweiten Minuspunkt, dafür, dass er die Aufnahmen überhaupt veröffentlicht hat, weil ich finde, es war ziemlich unnötig, dann auch noch so zu provozieren, hat eigentlich nicht viel geholfen. Zu guter Letzt möchte ich noch einen Minuspunkt vergeben, und zwar an den X Blackjack, weil er sich provozieren lassen hat und dann sofort wieder behauptet hat, dass Notizl hackt, obwohl ja eigentlich schon das Gegenteil bewiesen war. Tja Leute, das Ganze war jetzt natürlich nur alles aus meiner Sichtweise betrachtet, also es heißt jetzt nicht, dass ich jetzt da hundertprozentig recht habe. Achso, das von Niklas, also er hat ja auch ja. So ein... Jo, wie der reingehackt hat. Das sieht man halt einfach zu hundertprozentig, dass er dort gehackt hat. Also wenn jemand sagt, dass er nicht gehackt hat, dann... Wer denn? Ja, jemand auf Minecraft, den habe ich gekämpft. Das ist ja normal auf Minecraft, deswegen habe ich da erstmal nicht zugesagt, dann habe ich zugesagt, also ausmachen einfach. Hat es halt hochgeladen. Was sind als, Blackjack ist easy. Und dort hat er halt mich richtig weggehackt und meint, das wäre ein Skill und sowas. Aber er weiß ja selber das nicht, dass er gehackt hat. Von daher. Ich gehe doch gar nicht weiter drauf ein. Ist einfach nur kindisch. Und hier Poseidon, auch wenn er im neuesten Video nicht gehackt hat oder so. Ja, dann heißt es nicht, dass er kindisch. In dem anderen Kampf nicht gehackt hat. Ja. Da sieht man halt, dass X Blackjack überhaupt nicht verlieren kann. Bis jetzt habe ich das Video ja recht neutral gehalten, aber jetzt mal zu meiner persönlichen Meinung. Er ist einfach ein schlechter Verlierer. Er sagt, er geht dann nicht drauf ein und so, weil er weiß, er hat bereits verkackt. Es sind bereits Beweise da, dass nicht gehackt wurde. Gut, ja, man geht halt nicht weiter drauf ein. Ist seine Sache, aber dann soll er wenigstens auch nicht behaupten, dass der Notizl gehackt hat. Weil in dem Fall, entweder er äußert sich mit irgendwelchen Argumenten, ob der gehackt hat oder nicht, oder er lässt's. Aber einfach zu sagen, jo, der hat gehackt, aber ich äußere mich nicht mehr dazu, ohne irgendein Argument, finde ich dann doch ein bisschen fehl am Platz zum Thema kindisch. Also, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. X Blackjack behauptet, dass Notizl hackt. Notizl beweist das Gegenteil. X Blackjack behauptet immer noch, dass er hackt. Notizl beweist nochmal das Gegenteil und weist auf die einzelnen Beweise hin. Es sind insgesamt, glaube ich, 4. X Blackjack behauptet immer noch, dass Notizl hackt und sagt, dass das Ganze Kinderkacke ist und er nichts mehr damit zu tun haben will. Around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels.